Fische, zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen Vollmond in deinem Zeichen. Dieser Mond ist ein Hinweis darauf, dass du deine Intuition hören solltest, damit du bei einer Situation agieren kannst, anstatt zu reagieren. Im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen kann man sich verunsichert oder verletzt fühlen. Zwischen 2. und 4. des Monats haben wir Venus-Opposition Saturn. Das heißt, das Thema Kind ist bei den meisten Fischen mit Schwierigkeiten oder Verzögerungen verbunden. Es kann eine Situation entstehen, in der man verängstigt oder schüchtern ist. Wir haben dann am 5. des Monats Merkur in Waage eingetreten. Bis zum 26. September kann ein bisschen Instabilität in einer Beziehung vorkommen. Es ist in diesem Monat besonders wichtig, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Ansonsten wird man Spannungen kaum ertragen können. Wirtschaftlich und geschäftlich gesehen sollte man keine wichtige Änderung in dieser Zeit erzielen. Zwischen 5. und 9. des Monats hast du Sonne Trigon Jupiter. Dieser Aspekt, meine liebe Fische, begünstigt Gruppenaktivitäten, Veranstaltungen und Versammlungen. Von 8. bis zum 17. September wirst du mehr Zeit mit der Familie oder mit deinem Lebenspartner oder mit Freunden verbringen. Am 10. des Monats läuft Mars rückläufig in Widder. Bis zum Jahresende wirst du um deine existenzielle Grundlage kämpfen müssen. Schwierigkeiten mit dem Thema Geld und Besitz können auftreten. Dementsprechend ist es besonders wichtig, zu sparen oder Geld in Wertsachen anzulegen. Das würde ich dir empfehlen. Zwischen 11. und 12. des Monats machen Sonne und Neptun eine Opposition. Du hast viel zu erledigen, dennoch solltest du nur das Notwendige machen. Es gibt die Gefahr, sich von anderen Menschen ausnutzen zu lassen. Ich weiß, du tust vieles für andere Menschen, aber manchmal sollte man sich ein bisschen einschränken, wenn man das tut. Ein inneres Gefühl der Sicherheit solltest du entwickeln, unabhängig davon, was andere Menschen sagen. Am 13. läuft ein Planet wieder direkt, welcher seit Mai rückläufig in Steinbock ist. Das ist Jupiter. Es gibt einen großen Wunsch nach Veränderung und vielleicht auch nach kreativem Chaos. Den Wunsch hast du. Wahrscheinlich hast du genug von einer Person oder Situation und du denkst, dich nicht davon befreien zu können, aber das kannst du, liebe Fische. Spätestens im Januar 2021 wird sich einiges bei dir radikal ändern. Zwischen 12. und 15. des Monats haben wir Venus Quadrat Uranus. Man sollte sich nicht in das Leben eines anderen einmischen. Manchmal ist es besser, die Menschen in ihrer Verantwortung alleine zu lassen. Zwischen 16. und 17. des Monats haben wir einen Neumond in Jungfrau. Im Bereich der Partnerschaften sind neue Entwicklungen bis zum Anfang Oktober sehr wahrscheinlich. Bestimmte Unzufriedenheiten und Mängel werden angesprochen und beseitigt. Zwischen 18. und 23. haben wir Merkur Quadrat Pluto. Du wirst bald von jemandem hören, der sich in einer Krisenlage befindet. Es kann sein, dass du misstrauisch gegenüber jemandem geworden bist. Das ist auch wahrscheinlich mit diesem Aspekt. Zwischen 24. und 26. September haben wir Merkur Opposition Mars.
Lass dich bitte nicht von einem Menschen oder Situation einschüchtern. Manche Konflikte sind unvermeidbar und sogar notwendig. Zwischen 27. und 29. des Monats hast du Venus Trigon Mars. Bestimmte Erinnerungen werden durch einen Traum wieder hochkommen. In der Liebe hast du eine besonders günstige Konstellation. Und dann zum Schluss haben wir Mars Quadrat Saturn. Am Monatsende wirst du dich von Alltagsstress komplett zurückziehen, denn deine körperliche Leistungsfähigkeit wird bestimmt abnehmen. Liebe Fische, wenn du anstatt allgemeine Aussagen ein individuelles Horoskop haben möchtest, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg im September 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.